Hi Bettina, wie schön dich zu sehen. Hi Jannis, ich freue mich auch immer auf unsere Treffen. Mit dir kann man so gut in der Vergangenheit schwelgen. Apropos Vergangenheit, weißt du noch, was wir vor genau 50 Jahren gemeinsam gemacht haben? Im Jahr 2023? Na klar, damals waren wir doch zusammen im Team von Hochtief und haben die neue Rheinbrücke in Leverkusen gebaut. Damals war ich 33 Jahre alt und das war eins meiner ersten großen Brückenbauprojekte. Und mein drittes. Wollen wir? Unbedingt. Ich weiß noch, damals wurde die alte Brücke für fast ein Jahrzehnt für den Schwerlastverkehr gesperrt. Stimmt, aus Sicherheitsgründen. Ist doch unfassbar, oder, was unser Projekt damals für eine große Bedeutung für die gesamte Region hatte. Ja, genau. Ein klasse Projekt. Damals haben wir die Brücken noch ohne die Masse an Robotern gebaut, so wie heute. Bei sensiblen Gewerken sind Maschinen immer noch fehleranfällig. Da muss, wie bei unseren gemeinsamen Abnahmen damals, immer noch menschliches Know-how ran. Schau mal, unsere Großbetonage. Was haben sich die Experten damals den Kopf darüber zerbrochen, wie sie CO2-neutralen Beton entwickeln können? Stimmt, CO2-neutrales Bauen war 2023 wirklich in aller Munde und das große Ziel. Ja, das waren noch Zeiten. Heute ist CO2-Neutralität beim Bauen fast so normal wie Zähneputzen. Denk nur mal an die Bausteine aus Myzel. Die findest du doch heute in jedem Gebäude. Damals war dieses pilzartige Gewebe oder andere Baustoffe, wie zum Beispiel Algen, das waren ja noch Exoten. Richtig. Apropos Exoten, erinnerst du dich noch? Damals hatte ja eigentlich jeder von uns ein eigenes Auto. Oh ja, das stimmt. Aber gut, dass der Individualverkehr mittlerweile eigentlich nur noch über Carsharing läuft. Diese Parkplatzsucherei und die langen Staus, das hat endlich ein Ende. Ja, also ich persönlich benutze eigentlich für Kurztrips oder fürs Einkaufen nur noch das fahrerlose Sammeltaxi. Das ist echt klasse. Ich nutze aber auch noch ein Flugtaxi, weil die Welt von oben zu beobachten, macht mir echt großen Spaß. Schau mal, diese Schlange an LKWs. Oh Mann, das ist echt gewaltig. Wie gut, dass der Gütertransport vor circa 20 Jahren auf die Schiene verlagert worden ist. Genau, das ist wahrscheinlich der Grund, warum unsere gute alte Brücke vermutlich länger halten wird, als wir es damals 2023 prognostiziert haben. Das ist auch gut so, weil die Baustoffe früher, die sind ja gar nicht komplett wiederverwertbar. Heute sind wir ja bei einer Recyclingquote von über 90% angekommen. Richtig, das Bauen ist seit damals deutlich effizienter und deutlich nachhaltiger geworden. Und wir konnten bei Hochtief kräftig daran mitarbeiten. Ja, besonders bei nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekten haben wir damals Gas gegeben. Dieses Stadtviertel zum Beispiel war ja unser letztes gemeinsames Projekt für Hochtief. Und es lebt sich so angenehm in unserer grünen Stadt. Stimmt. Aber jetzt muss ich langsam los, Jannis. Ich trainiere doch mit meinem Enkel zusammen für den nächsten Brückenlauf in Köln. Wow, Bettina, Respekt. Dann viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss, Jannis. Ah, Bettina, guck mal. Das nächste Sammeltaxi kommt erst in 3 Minuten.